Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du siehst das Projekt schon hier neben mir. Das bauen wir heute in dem Video. Da werde ich ja ganz genau zeigen, wie wir hier diese Blumenkörbe herstellen. Da haben wir einen Falz, mit dem wir das Ganze schön easy zusammenleimen können. Versteifen das Ganze mit Holzdübeln. Wir haben unten eine T-Verbindung, die super stabil ist. Da zeige ich dir auch, wie man die macht. Wir haben keine Ecküberplatten. Wir haben eine Fingerzinkenverbindung. Die werden wir mit meiner eigenen Führung wiederherstellen. Da siehst du die auch nochmal. Wie ich das ganze Holz hier überhaupt so hergerichtet habe, siehst du auch, das ist nämlich auch ein großer Teil. Das ist hier nämlich alles Massivholz aus Esche. Esche-Massivholz ist das hier alles. Und im Gesamten ein schönes Projekt. Das Finish siehst du am Schluss auch nochmal, das ist mein eigenes Finish. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Video wünschen und vielleicht auch viel Spaß beim Nachbauen. Es wird Pläne hier zu diesem Teil geben, die wirst du dann hoffentlich baldmöglich in der Videobeschreibung finden. Kannst du dir mal anschauen, vielleicht sind die ja was für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video und vor allen Dingen viel Spaß beim Nachbauen. Das ist das Holz, was wir heute benutzen werden für das Vertikalbeet. Ich habe in dem letzten Video, da habe ich ein Holzwaschbecken gedrechselt, das verlinke ich dir oben hier rechts, habe ich fälschlicherweise Douglasie hier zu dieser Esche gesagt, aber es handelt sich hier natürlich um Esche und nicht um Douglasie. Wir werden das Ganze draußen zuschneiden, aus dem Grund räume ich jetzt erstmal alles raus. Ich werde als erstes die Bohlen verarbeiten, die einen Riss in der Mitte haben, denn ich will mir dann einfach die breiteren Stücke einfach mal vielleicht fürs nächste Projekt noch aufheben. Falls ihr keine Eschenbohlen habt, ist das kein Problem. Ihr könntet auch günstige Fichtenbohlen benutzen. Die seht ihr hier unten, die sind 3 Meter lang, sind 4 cm stark, 20 cm breit. Die kosten im Bauhaus ca. 8 Euro. Und falls ihr das Projekt nachbauen möchtet und kein Eschenholz habt, könntet ihr auch das Holz benutzen. Relativ günstig, immer da und ist auch nicht so schwer wie Esche. Ich werde mir jetzt als erstes mal auf den Bohlen die groben Stücke markieren. Ich werde hier die rissigen Stücke zunächst mal abschneiden und ich markiere mir diese Bohlen ganz gern hier mit so einem ganz, ganz groben Stift. Der ist jetzt von Würth, aber ich werde mal schauen, ob ich einen ähnlichen finde. Der ist ganz cool. Da können nämlich echt richtig schön dicke Linien mit zeichnen. Und ich habe hier einen Plan, den findet ihr auch in der Videobeschreibung, falls er dann schon fertig ist. Und ich werde ungefähr alle Stücke so knappe 5 cm länger machen, als wie sie später werden sollen. Das jetzt mal so als grobe Beschreibung für euch. Weil hier der Riss doch so weit in der Mitte durchgeht und auch der Riss hier hinten ein bisschen weiterführt, werde ich das Teil jetzt erst auf der Tischkreissäge in der Mitte auftrennen und dann hier draußen ablenken. Ich habe jetzt mal hier ein paar Teile zugeschnitten. Ich habe es auch hier wieder mit der Handkreissäge gemacht. Wenn ihr euch dort unwohl fühlt, könnt ihr auch die Stichsäge benutzen. Ich habe auf alle Teile sowas draufgeschrieben. Da steht jetzt zum Beispiel F1, hier steht GSK 1 plus 2. Das sind einfach für mich Abkürzungen für zum Beispiel Gestell, kurz. Es gibt ja eine lange und eine kurze Seite vom Gestell, das seht ihr dann in den Plänen. Das sind die Teile 1 plus 2. Das bedeutet, das hier ist mein Stück Holz für die kurzen Teile vom Gestell. Ich werde euch das auch mal in den Plan reinschreiben. Da könnt ihr euch einfach euer Holz markieren und habt einen besseren Überblick, was ihr jetzt schon grob vorgeschnitten habt und was halt eben nicht. Finde ich ganz praktisch. Wie auch im letzten Video werde ich heute wieder hier meinen Besäumanschlag benutzen. Es gibt auch ein eigenes Video, super Projekt. Aber ich würde fast sagen, das ist mit das coolste Projekt, weil es einfach so praktisch ist. Ich werde jetzt als erstes bei jedem Brett eine Seite gerade schneiden. Das mache ich übrigens aus dem Grund, wenn ihr das später abrichtet und ihr habt da einen schiefen Schnitt, wenn ihr das mit der Handkreissäge freihand schneidet, kann das durchaus vorkommen. Müsst ihr mehr hobeln, es dauert länger, ihr holt mehr Material ab und bei kleineren Hobelmaschinen, die haben dann nicht so einen langen Tisch, kann das Ganze durchaus schief werden, hatte ich immer Probleme bei meiner alten Hobelmaschine. Und wenn ihr das hier gerade schneidet, dann müsst ihr ein, maximal zweimal drüber gehen und habt dann schon ein fertig grobes Hobelbild. Jetzt haben wir eine gerade Seite und jetzt kann ich nach meinem Plan hier diese Holzstücke auf das grobe Vormaß, so nenne ich es jetzt mal, zuschneiden. Und ja, die schaue ich mir einfach im Plan an, mache ungefähr einen Zentimeter, vielleicht Überschuss oder einen halben Zentimeter und dann schneide ich es einfach auf die Breite. Ich habe jetzt hier einen schönen Haufen mit Holz.
Das ist alles grob vorgeschnitten. Hier seht ihr schon die Posten von dem unteren Gestell. Die sind dann teilweise ein Stück länger oder ein Stück kürzer. Das hier sind die seitlichen Posten. Die habe ich eben nämlich noch falsch zugeschnitten. Die waren 80 lang anstatt 115. Und das können wir jetzt abrichten. Und dafür muss ich die Hobelmaschine jetzt erstmal wieder als Abrichthobelmaschine umbauen. Erstmal die Türen zu, sonst seht ihr ja gar nicht. Falls ihr eine Hobelmaschine habt, bei dem ihr den Anschlag einstellen könnt, das bedeutet hier, wo der Anschlag hier steht, richtet immer hier oben auf der linken Seite ab, und wenn ihr dann die dicken Hobelmaschine benutzt, führt das Holz auf der linken Seite durch, dann nutzt ihr eure Messer gleichmäßig ab. Das kann natürlich nicht schaden. Und natürlich muss noch der Absaugstutzen unten dran. Kleiner Funfact, ich habe beim letzten Mal, das war das Stuhlprojekt, habe ich so viel auf einmal abgerichtet, dass hier schon das Teil verstopft war. Dass meine, ich weiß nicht, ob meine gut, ich glaube nicht, dass meine Abfüllanlage zu schwach war. Aber hier unten der Schlauch war auf jeden Fall voll. Hier können wir jetzt noch den Antrieb für die dicken Hobelmaschine ausschalten. Das bedeutet, das ist ein bisschen schonender. Muss jetzt nicht mitlaufen. Wenn das erledigt ist, kann ich sie wieder als Abrichter, sondern als dicken Hobelmaschine umbauen. Dazu klappe ich hier alles hoch und muss einfach hier dieses Teil auf- und umklappen. Ihr habt gerade gesehen, dass ich alle Stücke immer nacheinander durchgeschoben habe. Und das würde ich euch auch empfehlen, falls ihr das Projekt nachbauen möchtet. Denn wir werden ja zum Beispiel hier, das ist das Fußstück, das werden wir hier auf diese Reling draufleimen. Und hier dieser Posten wird in dieses Fußstück reinkommen. Das bedeutet, wenn ihr das in verschiedenen Durchgängen hobelt, kann es halt sein, dass ihr dann einen leichten Versatz habt. Könnte man wegschleifen, aber den können wir jetzt hier komplett eliminieren, wenn wir alles auf die gleiche Dicke in einem Gang hobeln. Das ist wie bei der Kreissäge, wenn ihr einen Schnitt macht und lasst den Anschlag bei allen Stücken auf derselben Stelle stehen, dann werden auch alle Stücke wirklich genau gleich. Die Teile hier sind jetzt auf 30 mm Dicke, das heißt also, das passt. Und jetzt werde ich mal anfangen, die verschiedenen Teile auf die verschiedenen Höhen zu hobeln. Dann habe ich da einfach auch direkt ein genaues Maß und habe eine schöne Oberfläche und muss eigentlich nicht mehr viel schleifen. Das bedeutet, dieses Stück hier wird 13 cm hoch, also hobel ich es jetzt auf 13 cm Höhe. Falls eure Hobelmaschine nicht so eine hohe Kapazität hat zum Hobeln, spannt ein feines Kreissägeblatt in eure Kreissäge, schneidet und schleift es dann noch ein Stückchen. Ich habe jetzt alle Teile mal gehobelt. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit den Hobelarbeiten. Denn jetzt müssen wir als erstes hier mit meiner guten alten Bandsäge diese Bretter hier auftrennen. Denn das hier werden die Bretter für die einzelnen Blumenkästen, wo man dann den Kunststoffhalter für die Blumenerde reinsetzt. Und hier ist das Holz noch dick genug, deswegen werden wir das einfach dann wieder auftrennen. Und ich habe mir erst vor ein paar Tagen ein nettes Hilfslein gebaut. Und zwar ist das hier das Teil, das ist ein sogenannter Mittefinder. Ich habe es in dem Bauvideo, das werde ich ja auch mal verlinken, habe ich es nicht angesprochen. Ich habe solche Varianten noch nicht ganz so oft gefunden. Es gibt so einen Mittefinder, da hat man links und rechts einen Dübel. Aber der Nachteil an dieser Variante, vielleicht kennt ihr die ja, ist halt einfach, dass ihr nicht bis zum Ende vom Brett das anzeichnen könnt. Weil die eine Hälfte, weil ihr dieses Teil dann schief halten werdet, halt immer hinten vom Brett runterrutscht. Aber hiermit habt ihr noch weitere Führungsbacken und mit denen könnt ihr dann ganz das Brett anzeichnen. Die werden wir jetzt markieren und anschließend schneiden. Dazu nehme ich mir einfach hier den Mittefinder und markiere mir die Mitte. Perfekt, einfacher geht's nicht. Das hier sind jetzt auch die ganzen Seitenbretter. Sehen richtig, richtig edel aus. Ihr könntet so auch ein Brett, wenn ihr ein breiteres Brett bräuchtet, zusammenleiten und hättet dann ein Spiegelfurnier. Hättet kein Spiegelfurnier, Furnier ist Furnier. Ihr hättet ein Spiegelbrett. Und das sieht einfach immer richtig schön aus. Leider habe ich eben einmal verkackt. Und zwar habe ich was zugeschnitten und habe, glaube ich, zu fest gedrückt bei der Bandsäge. Und da ist das Blatt unten verlaufen und hat ein bisschen schräg geschnitten. Das bekomme ich aber hin. Dieses eine Stück, wo haben wir es? Ich finde es schon gar nicht. Dass wir dann einfach nach innen kommen. Ich weiß es, ihr wisst es jetzt auch, aber niemand will es sehen.
So, ich habe gerade hier diese vier Stücke für den Grundrahmen und also die Füße habe ich auf Länge zugeschnitten und jetzt wollen wir dafür die Fingerzinkenverbindung herstellen. Und dafür benutze ich wieder hier meine selbstgebaute Vorrichtung. Da gibt es ein eigenes Projekt, das werde ich dir mal oben verlinken. Zu diesem Teil hier gibt es auch sogar Baupläne, die sind schon fertig draußen. Und damit könnt ihr kinderleicht eure Fingerzinken schneiden. Ich werde die Methode jetzt nur grob erklären, wie man sich das Ganze markiert und wie man das Ganze einstellt. Denn das erkläre ich euch auch in dem Bauvideo. Das ist eine halbe Stunde lang, da erkläre ich euch alles, wie das funktioniert. Und genau, ich habe jetzt mal damit angefangen, mir einen Pfeil drauf zu machen, damit ich die Stücke nicht aussehen verdrehe. Das bedeutet, der Pfeil muss immer nach rechts zeigen, damit das auch gleichmäßig ist. Wir müssen das nur einmal einstellen, dann können wir auch schon alle in einem Zug fertig machen. Wir haben ja hier unsere Leiste, die ist 50 breit. Ich habe ja einen Plan sogar gemacht, da kann ich ja sogar mal reinschauen. Ich werde als erstes damit anfangen, den Schlitz zu schneiden. Und das sind dann die zwei Stücke, die überstehen, 15 breit. Und die markiere ich mir jetzt einfach mit der Schieblehre. Ihr seht jetzt hier, habe ich als erstes mit der Schieblehre zwei Kratzer reingemacht und habe da einfach mit einem Fineliner jetzt die Striche reingezeichnet, damit ich es an der Kreissäge gleich besser erkennen kann. Jetzt können wir es einspannen. Ich habe jetzt das Kreissägenblatt auf die Höhe vom Kantholz hier eingestellt. Ich habe mein Werkstück jetzt richtig rum in der Hand und kann es jetzt hier einfach in meine Vorrichtung einspannen. Ich habe jetzt hier meine Vorrichtung mal als grob eingestellt und ich habe einfach mir den Zahn vom Sägeblatt hier an die Linie angehalten und ihr seht, ich mache das Ganze relativ aggressiv. Das liegt nämlich daran, dass in der Vorrichtung, weil es jetzt zu warm geworden ist, ganz, ganz wenig Spiel drin ist. Aber ihr habt einfach, so wie das hier gebaut ist, so einen Anschlagpunkt. Ich werde das hier in dem Video nicht erklären, das seht ihr in dem anderen Video. Und wenn ihr den einfach ganz nach rechts bringt, dann kann der einfach nicht mehr weiter. Das bedeutet, selbst wenn in eurer Holzvorrichtung ein bisschen Spiel drin ist, ihr immer an euren Anschlagpunkt fährt, kann das Ding einfach nicht weiter rutschen. So ist das Ding gemacht. Und jetzt werden wir mal schneiden und dann messen wir nach, ob die Schenkel gleichmäßig dick sind. Wir haben das Ganze jetzt geschnitten und hier haben wir 15 genau und hier haben wir 15,1, ja, genau. Das bedeutet, das ist genau genug. Jetzt kann ich an diesen Stücken die Schlitze schneiden. Jetzt werde ich mal das ganze Teil grob zusammenbauen. Natürlich solltet ihr die Kreissägenblatthöhe ein bisschen höher einstellen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe es eigentlich getan, aber irgendwie habe ich es nicht richtig getan. Naja, ich werde es jetzt trotzdem mal so belassen. Das bisschen da werde ich runterschleifen. Das wird man dann später nicht mehr erkennen können. Aber trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Den habe ich noch gar nicht geschnitten. Bevor ich den Fuß jetzt unten verleimen werde, werde ich einmal hier diese Kanthölzer schnell meinem Kantenschleifer schleifen. Das schleift mit der Maserung. Ich habe ein feines Schleifband drauf und das wird richtig, richtig schnell gehen. Hier mal gerade noch ein Unterschied, wie jetzt diese Hölzer aussehen, wenn sie geschliffen sind und wenn sie noch ungeschliffen sind. Und hier sieht man richtig, dass das Holz echt schön aussieht. Und es fühlt sich auch echt schön an. So sehen natürlich jetzt alle Hölzer aus. Ich habe übrigens auch mal mittlerweile hier so ein Leimteil geholt. Und die sind sogar eigentlich ganz cool. Also wenn ihr mal was Kleines verleimen möchtet, sind die wirklich praktisch. Ah, leck. Komm schon. So, wenn er nicht will. Dann ist er.
Ich habe jetzt gerade hier hinter der Kamera eine Holzverbindung hergestellt und die wird später so zusammenkommen. Ich mache es jetzt nicht ganz zusammen, sonst bekomme ich sie nicht mehr so einfach auseinander. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ich die ganz einfach hergestellt habe. Das hat jetzt ungefähr eine Viertelstunde gedauert und ist halt mega stabil. Ich habe jetzt hier mein Zapfenloch angezeichnet und jetzt markiere ich mir zusätzlich noch die genaue Mitte. Deswegen mache ich das auch hier gerade mit der Schieblehre und nicht mit meinem Mittenfinder. So. Jetzt habe ich hier noch einen Fineliner und damit markiere ich mir noch diese Linie, denn die wird gleich an der Bohrmaschine interessant. Ei, ich habe was vergessen. Bevor wir anfangen zu bohren, schlagen wir einmal mit dem Stemmeisen oben die Linie ab. Das tun wir einfach, damit wir die Fasern dort als mal durchtrennen und ein schöneres Bild beim Bohren noch haben. Ich spanne das jetzt hier in meinen Maschinenschraubstock ein und fange jetzt an, nach und nach hier dieses Stück auszubohren. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geduld beweisen und hier diesen Überschuss, die Stege, die jetzt hier noch überstehen, wegschlagen. Wenn wir das Zapfenloch hier passend ausgestemmt haben, können wir auch schon mit unserem Zapfen anfangen. Den schneide ich in der Tischkreissäge. Ihr seht ja gleich, wie ich das Ganze schneide. Und weil ich eben schon einen geschnitten habe, habe ich schon die passende Dicke von dem Zapfen. Falls bei euch die Dicke noch nicht stimmt, messt ihr am besten einfach mal mit der Schieblehre nach, versucht das Teil einfach in das Loch reinzubekommen, merkt dann, okay, es ist noch zu dick, dann stellt ihr das Kreissägeblatt ein bisschen höher ein und könnt dann das Ganze anpassen. Genauso habe ich es nämlich gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob er passt. Das ist für mich jetzt auch gerade das erste Mal, wo ich schaue, ob das Ding da reingeht. Als nächstes können wir das Teil verleimen. Oh je, welches war denn jetzt was? Ich werde nur Leim auf den Zapfen geben, weil das ja relativ eng ist und der Leim sich dann nach oben sowieso rausdrücken wird. Wird das passen. Wie gesagt, hier dieser Leimspender ist echt ganz cool. Gerade für sowas ist der echt praktisch. Für dieses Projekt brauche ich sogar meine ganz kurzen Schraubzwingen. Die habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Warum kommst du jetzt nicht drin, Alter? Ich doch gerade am Arsch. Jetzt aber ist er drin. Jetzt verleime ich hier dieses Stück mit dem Grundgestell. Das verleime ich, weil das dann einfach super stabil ist und ich will ja nicht so viel Metall in diesem Brett benutzen. Ich habe mir einfach die Mittellinie markiert. Das seht ihr hier. Und die kann ich jetzt hier ganz entspannt zusammenleimen. So wird es ja drauf kommen. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Auf dem Feld. Während das Gestell jetzt da hinten erstmal trocknen kann, da werde ich ja heute nichts mehr dran machen, werde ich mal mit den Blumenkorbträgern anfangen. Das sind ja hier diese Paneelen. Die muss ich jetzt auf die finale Länge zuschneiden. Das werde ich jetzt tun. Und später müssen wir noch einen Falz schneiden. Ich werde die Pläne jetzt doch ein bisschen abändern. Ich wollte eigentlich Holzdübel in die Stirnholzseiten reinmachen. Aber weil ich am Anfang eben ein bisschen verkackt habe, habe ich nicht mehr so dicke Bretter und aus dem Grund werde ich einen Falz schneiden. Und diesen Falz werde ich dann später, weil das ein Stirnholz auf Längsholz ist und das hält ja nicht wirklich, den werde ich dann später mit Holzdübeln stabilisieren. Das ist zu klein, den hole mal mit. Den hole ich mit diesem Fräser. Ich hole unser Adapter.
Neuer Tag, neues Glück. Das Teil hier konnte jetzt über Nacht trocknen. Das werden wir jetzt aber noch nicht ausspannen. Wir werden jetzt als erstes die Halter für die Blumenkörbe herstellen, damit die gleich noch direkt trocknen können. Da haben wir ja eben die Falze reingefräst. Und da gibt es hier immer so ein paar kleine Ausrisse. Weil die beim Verleimen nur nerven und man sich da am Schluss nur einen Splitter reinhaut, gehe ich da kurz mit Schleifpapier drüber. Dann sind diese kleinen Ausrisse auch schon weg. Jetzt können wir hier auch schon direkt Holzleim drauf geben. Und das sind auch die Verbindungen, wo wir später noch einen Holzdübel durchhauen, damit das auch schön stabil ist. Denn ihr müsst euch immer vorstellen, das ist ein Projekt, das draußen steht und da regnet es drauf, da scheint die Sonne mal drauf. Das bedeutet, das Holz hier arbeitet schon ein gutes Stückchen und deswegen muss das auch schön stabil sein. Und speziell diese Holzverbindung ist halt eigentlich gar nicht stabil, weil ihr habt hier Stirnholz, was ihr dann auf Längsholz drauf pappt und das hält halt einfach nicht. Ich habe gerade hier ein paar Löcher in meinen Blumenkasten reingebohrt und mir ein paar Holzdübel zugeschnitten. Die werden wir jetzt hier einleiben, damit wir das Ganze stabiler bekommen. Ach, dann ich vergesse Löcher zu bohren. Verrückt. Tja, tschakka, tschakka. Ich habe gerade ein paar Sachen gemacht. Ich habe erstmal die Dübel abgeschnitten, habe es anschließend geschliffen und habe es da noch ein bisschen an den Ecken noch geschliffen, dass man sich auch keinen Splitter in die Finger reinhaut. Ich will da unten dieses Gestell, was wir eben erst verleimt haben, will ich auch noch schleifen. Da ist nämlich noch der Leimaustritt, der muss noch weg. Wenn ich es jetzt schleifen würde, könnte es aber passieren, dass das Ding abbricht, weil hier dann schon eine große Hebelwirkung allein wegen dem Gewicht auftritt. Deswegen werde ich jetzt erstmal eins auf jeden Fall hier festschrauben. Und dafür habe ich mir jetzt hier einfach solche Klötze geholt. Das ist kein bestimmtes Maß. Das habe ich einfach aus meiner Restekiste geholt. Und die werde ich jetzt hier mal schnell festspannen, damit ich einfach einen Distanzhalter habe. Und jetzt können wir uns als mal hier so einen Blumenkasten holen und den erstmal irgendwie drunter spannen. Komm schon. Das sieht auch schon niedlich aus. Irgendwie passt es schon. Und wenn das erledigt ist, können wir das Teil mit zwei Schrauben einfach hier in die Pfosten reinschrauben. Ich habe mir überlegt, das mit Holzdübeln zu machen, aber ich habe mich erst doch für Schrauben entschieden. Falls ihr Metall in diesem Projekt komplett weglassen möchtet, könntet ihr das natürlich hier tun, werde ich aber nicht. Ich habe diese jetzt auch noch ausgerichtet und ein kleiner Tipp hier am Rande, eine von diesen dreien wird wahrscheinlich immer ein bisschen größer oder kleiner sein. Ich hatte hier unten die eben oben. Da hatte ich unten aber einen größeren Spalt und jetzt habe ich sie getauscht und jetzt passen beide echt richtig gut. Würde ich euch empfehlen, falls ihr das Teil hier nachbauen möchtet. Schaut immer mal, ob eine breiter ist und macht sie dann dorthin, wo sie dann auch gut hinpasst. Wir dürfen dieses Teil ja nicht einfach auf den Boden stellen, weil dann das Ding hier, wenn es regnet, permanent im Wasser steht und das ist einfach nicht so gut. Da habe ich mal im Internet geschaut, ob es irgendwas gibt, was man fertig kaufen kann. Das sind hier solche einschraubbaren Füße. Die sind normal ein gutes Stück länger und haben oben noch einen Stellpunkt. Also die sind echt relativ gut. Haben, ich glaube, 8 Euro gekostet. Und da haben wir hier diese Einschlagmutter. Dafür bohren wir jetzt gleich einfach ein Loch und pressen die dann mit der Schraubzwinge rein und können dann einfach, falls das Ding kippelt, das Ding später einstellen. Also ziemlich gut. Und tada! Jetzt vielleicht noch ein paar Worte zum Finish. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was aufgetragen, einfach weil es mir auf der Werkbank gelegen hat. Aber so kann ich es euch jetzt besser zeigen. Ich benutze hier wieder mein eigenes Finish. Das ist ein lebensmittelechtes Finish, was eigentlich so im Bereich Küche gedacht ist. Da könnt ihr eure Holzschalen, eure Schneidebretter mit einpinseln, mit einschmieren. Das ist ja ein Wachs. Und speziell für Drechsler ist das gut, denn die Konsistenz ist genau so, dass ihr es ans Holz ranhalten könnt, wenn ihr es dann aufträgt, ohne dass es dann wegläuft oder wegfliegt, weil es zu fest ist. Ich werde es aber trotzdem hier benutzen. Ich denke, es gibt bestimmt besseres Finish für den Außenbereich. Aber so seht ihr einfach nochmal, wie schön es die Farbe vom Holz rausbringt. Und ich sehe nochmal, wie vieles für solche Dinge auch geeignet ist.
Ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es ja auch echt gut für draußen geeignet. Das werde ich dann mit diesem Projekt hier austesten. Schlecht wird es auf jeden Fall nicht sein. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Teil jetzt nicht dort stehen wird, wo mega viel Regen hinkommt. Aber das will ich nur gesagt haben. Es ist kein spezielles Finish für den Außenbereich. Ich weiß es aber auch noch nicht, weil ich es nicht ausprobiert habe. Ich will euch damit einfach nur sagen, dass das ein Finish ist, was eigentlich für so die Küche gedacht ist, für Schneidebretter, weil es halt eben Lebensmittel echt ist. Ich habe darauf geachtet, weil das war so der Punkt, wo mir immer auf die Nerven gegangen ist. Es war nämlich bei Lebensmittel echt ein Finish, was ihr so im Baumarkt findet. Da sind so viele Sachen drin, die irgendwie mit Y enden. Schaut es euch einfach mal an. Zu viel geschliffen heute. Das ist dann Lebensmittel echt, aber ich hatte da nie so ein gutes Gefühl, deswegen habe ich so mein eigenes Finish gemacht. Da sind noch nicht so viele Sachen drin, das ist echt ein cooles Zeug. Aber hier will ich einfach mal ausprobieren, wie viel es aushält. Benutzt ihr das? Relativ simpel, ihr nehmt euch einen Baumwolllappen und trägt das einfach hier aufs Holz ein, auf. Schaut nur, dass ihr am Schluss, das habe ich nämlich auch rausgefunden, nicht zu viel Überschuss drauf habt. Falls ihr das habt, könnt ihr das einfach auch nochmal mit dem Baumwolltuch ein bisschen abreiben. Das gibt dann ein richtig schönes Finish. Hier seht ihr jetzt vor allen Dingen wieder schön die Holzdübel. Hier haben wir so ein paar kleine Fehler am Holz. Die können wir dann hier auch ein bisschen verstecken mit dem Finish. Und da wäre die Kabel ist jetzt fertig, ist richtig schön geworden. Vor allem die Farbe vom Holz ist mit meinem Finish echt schön rausgekommen. Aber das soll es dann mit dem Projekt gewesen sein. Relativ simpel, ein paar schöne Holzverbindungen, nicht zu schwierig, nicht zu aufwendig. Und das Projekt so an sich später ist halt richtig geil. Ich finde auch nochmal hier die Farbe von den ganzen Kräutern ist ein richtig schöner Kontrast zu dem Eschenholz. Und ja, das soll es das Projekt für heute gewesen sein. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie dir das hier gefallen hat und mir mal vorschlagen, was ich als nächstes so aus Massivholz baue. Denn ich habe zwar ein paar Ideen, aber vielleicht hast du ja auch noch eine coole Idee. Wie gesagt, es gibt Pläne hier vor diesem Teil. Vielleicht gibt es sie ein paar Tage später, je nachdem wie lange es dauert, sie zu veröffentlichen. Aber davon wird es auf jeden Fall Pläne geben. Damit unterstützt du mich, wenn du sie holst und du hast einen schönen Satz Pläne. Dann kannst du das Teil nachbauen. Das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen traumhaften Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.